Das wird ein geiles Spiel. Ja, willkommen bei Random SNES. Oder SNES, wie die meisten sagen würden. Das hier ist, wie heißt der nochmal? Ridding Boxing? Irgendwie sowas. Wahnsinnsspiel. Es sieht jetzt schon ziemlich geil aus. Wen soll ich denn nehmen? Den Rambo hier. Ja, ich nehme Rambo. Boxing-Spiele. Ja. Auf dem SNES. Das war ja immer so eine Sache. Gab es da nicht dieses Mike Tyson Boxing? Ja, das war, glaube ich, auf dem normalen NES, oder? Okay. Wie blocke ich denn überhaupt? Ah, mit L? Nein. Oder einfach zurücklaufen. Oh, Haken. Ah, ich kann mich auch in der Arena drehen. Ah, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, wie mache ich denn was? Also mit L und R kann ich mich drehen. Und irgendwie mit den anderen vier Tasten haue ich zu, aber wie? Was? Okay. Wie blocke ich denn überhaupt? Indem ich zurückgehe? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Aber er trifft mich halt trotzdem. Bam, voll in die Fresse. Bam, voll in die Fresse. Oh, oh, nein. Komm. Okay. Ich glaube, ich drehe mich mal ein bisschen. Aber es macht halt nichts, sich zu drehen. Was bringt es mir denn? Wo ist denn hier eigentlich sein Leben? Es ist diese Leiste, die sich unten dauernd wieder auffüllt. Das Spiel kann doch ewig so weitergehen. Hör mal auf jetzt, du Mongo! Gibt's doch nicht. Es sieht aber auch aus, als würde er sich selber schlagen, ne? Da. Komm, da, ich jetzt schon wieder. Hör auf, dich selbst zu schlagen, hör auf, dich selbst zu schlagen. Runde vorbei. Action geladen, da geht's ja kaum, ne? Landed 30%. Thrown. Landed. Ja, bin ich jetzt... Nein, ich bin schlechter, oder? Score 9, Score 10. Scheiße. Okay, weiter. Nächste Runde, ich mach dich fertig. Rambo schafft das. Oh, oh. Ja, oder so ähnlich. Ey, wenn ich doch wüsste, was diese ganzen Tasten machen. Also man hat zwei Fäuste, aber man hat vier Buttons. Was machen diese Buttons jetzt? Ja, ja, ja. Voll auf den Bauch. Peng, peng, peng. Komm. Ist das jetzt überhaupt der leichteste Gegner, den ich ausgewählt habe, oder ist es irgendein harter? Weil irgendwie schaffe ich es nicht, ihn richtig zu treffen. Und ich verstehe immer noch nicht, wie man blockt, ne? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht zu viel Schaden nehme. Obwohl ich eigentlich K.O. sein müsste. Oh, das war ein guter Treffer von ihm. Ja, komm. Nein, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ach. Peng, peng, peng. Komm, 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 komm. Okay, wow, 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 wow. Jetzt. Also irgendwie, seine Lebensleiste hat so einen grauen Fleck, ne? Ist das jetzt gut oder schlecht? Also ich nehme mal an, dass diese maximale Leiste dadurch eingeschränkt wird, ne? Eigentlich ja gut. Für mich. Komm. Okay, ich wechsle jetzt einfach zwischen hoch und niedrig. Oder ich kassiere einfach mal voll in die Fresse. Ist ja gut jetzt. Ei, hör doch mal. Ah, also Anfang der Runde habe ich ihm ordentlich gegeben, aber jetzt setzt er mir ordentlich zu. Hör doch mal. Geh doch weg jetzt. Ping, ping. Score 10, Score 9. Ja, ich bin besser anscheinend. Aber was macht denn jetzt dieses Bild da von der Brust da, ganz rechts am Rand, ganz unten? Also irgendwie scheint es ja abzunehmen, weil oben ist er nicht gebräunt und unten schon. Ist das jetzt gut? Ne, warte mal. Die Kopfbilder, die nehmen ja auch ab, ne? Genauso wie die Brustbilder. Also ist das jetzt wahrscheinlich die Lebensleiste für Kopf und Brust.
Was ist dann das Rote? Hör doch mal! Kapam! Also ich weiß nicht, ich wollte eigentlich auch mal im wirklichen Leben boxen, aber wenn das so behindert ist, dann lasse ich das lieber. Also man kommt halt echt nicht voran, ne? Hör doch mal! Also, man schlägt so auf gut Glück, mehr oder weniger. Komm! 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 Peng! Nein! Oh! Ne, jetzt mache ich auch nichts mehr. Pa! Verarscht! Oh! Komm! Also sein Magen scheint ja irgendwie kaputt zu sein, ne? Oh, meiner aber auch. Also jetzt gibt er mir ordentlich. Wie blockt man überhaupt? Ist es jetzt zufällig, wenn man blockt oder nicht? Was muss ich drücken? Also ich scheine halt irgendwie so nach hinten zu gehen in der Hoffnung, dass ich blocke, aber blockt man dadurch auch wirklich oder ist es jetzt wirklich Zufall? Komm! Komm! Nee, ciao, man sieht sich. Nein, komm jetzt nicht hinterher. Oh, jetzt sitze ich aber in der Ecke. Oh, Gott sei Dank ist die Runde zu Ende. Rechtzeitig für einen Schluck Bier. Hey, aber seine rote Leiste ist schon abgenommen. Ist das jetzt wirklich seine Ausdauer oder was ist das? Ah, könnte es sein, dass wenn ich diese rote Leiste ganz nach unten bringe, dass er dann K.O. ist? Und wenn ich sie nicht ganz nach unten bringe, muss ich hoffen, dass sein Kopf oder seine Brust kaputt geht, oder? Vielleicht ist es ja wirklich so. Ah, das würde dann auch Sinn machen, dass sie abnimmt, diese rote Leiste. Weil irgendwann mal geht man ja leichter K.O., wenn man ordentlich aufs Maul bekommen hat, ne? Aber da muss ich jetzt darauf achten, dass mein Kopf nicht so sehr in den Arsch geht, weil der ist ein bisschen abgenommen. Ja, dann hau ich jetzt ordentlich auf seinen Bauch. Wenn ich ihn treffe. Wenn er mal nicht alles blocken würde, was ich ihm entgegenwerfe. Beziehungsweise, wenn ich mal wüsste, wie man was blockt. Also sein Magen ist ja jetzt schon so auf die Hälfte reduziert. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich, ihn zu besiegen. Aber wir sind echt nur in Runde 4 von 12. Gerade mal so ein Drittel geschafft. Und anscheinend ist er besser als ich, weil er hat ja immer mehr Punkte. Wie blockt man denn? Also wenn ich jetzt eine Bedienungsanleitung hätte, dann wäre ich sehr froh darüber. Ach, egal, ich hau jetzt einfach auf seinen Magen. Los, los. Magenverkleinerung, Freihaus. Ah, oh, Mann. Da jetzt. Jetzt geht er doch endlich mal nieder, oder? Also ich versuche immer auf seinen Magen zu zielen, aber er gibt mir ordentlich aufs Maul. Ich verstehe nicht, wie ich manchmal blocke und manchmal nicht. Oh, fuck, ich bin ja fast K.O. Hör doch auf! Nein! 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 Gerade rechtzeitig noch die Runde beendet. Ja, doch, er ist wirklich besser als ich. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich mache. Ich weiß nicht, wieso er besser ist als ich, weil eigentlich habe ich ja mehr Leben als er. Da, sein Magen zittert sogar. Ja, wahrscheinlich landet er die ganzen schwachen Treffer und das bringt mehr Punkte oder so. Aber dafür mache ich anscheinend stärkere Treffer. Mitten in den Magen. Kapam! Vielleicht sollte ich auch wechseln. Wenn er unten blockt, sollte ich oben reinhauen. Aber irgendwie ist mein Typ nicht so schnell, ne? Es dauert immer so ein paar Sekunden, bis er sich aufrichtet. Man sollte meinen, diesen mega übertriebenen Muskeln sollten was bringen. Aber nee, anscheinend nicht. Vielleicht sollte ich mir öfters mal Boxen anschauen. Dann wüsste ich vielleicht, was ich jetzt machen soll. Beziehungsweise, worauf kommt es überhaupt beim Boxen an? Kommt es auf die Technik an oder einfach nur, wie sehr man draufhaut? Ich will dich K.O. hauen. Ah, Runde vorbei. Scheiße. Bierpause. Oh, das war ein großer Schluck. Ah.
Hey, aber anscheinend macht das Bier mich besser. Nein! Ja, Peng in die Fresse. Mann, hör doch. Hey, der hat so eine Reichweite, so weit komme ich gar nicht. Hör doch mal auf jetzt. Geh weg. Ja. Okay, ich versuche jetzt, ein paar Treffer zu landen und dann Abstand zu nehmen, okay? Es funktioniert einfach nicht. Oh, er haut mich gleich K.O. Er haut mich gleich K.O. Oh, Spam, Spam, Spam. Nein, nein. 2, drücken, drücken, 3, drücken, 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 4, drücken, 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 5, drücken, 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 aufrichten, aufrichten. Oh. Okay. Ich brauche eine neue Taktik. Also ich sag's euch, Leute, man schwitzt wirklich bei diesem Spiel. Ich dachte erst, es ist wirklich kacke, so wie es aussieht, aber es macht schon Spaß, ja. Oh mein Gott, wie schlecht bin ich denn? Score 8, Score 10. Nur 28% gelandet. Meine Güte. Mehr Bier. Geh kaputt jetzt. Meine Güte, es siehst aus wie einer von den Backstreet Boys, du Come Arschloch. on and fight. Ne, komm du You doch her. fight like a wimp. Komm du doch her, du Arschloch. Ja, jetzt läufst du weg, ne? Jetzt läufst du weg. Ah, er macht mich schon wieder fertig. Geh weg jetzt. Nö, 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 nö. Nö, geh weg. Da, den kriegst du noch. Nö, 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 nö. Da. Ah, fuck. Hast du nicht erwartet, ne? Dass ich zurückschlag. Mongo. Also ich muss schon wechseln zwischen links und rechts schlagen und zwischen oben und unten. Und ich glaube, das macht er die ganze Zeit und macht mich dadurch fertig. Aber wie er halt immer weiß, mit welcher Hand ich zuschlage, ne? Und er blockt es halt jedes Mal. Du Arschloch. Kann das Spiel mich nicht einfach gewinnen lassen? Ah. Das waren die 90er. Da wurde man noch nicht irgendwie vom Spiel gelobt, wenn man schlecht ist. Ah, da wurde man einfach noch gnadenlos fertig gemacht. Nicht so wie Call of Duty heute. Ja, komm, bisschen K.O. machen. Los, bisschen K.O. Geh doch mal auf die Matte. Ach, du Arschloch. Glück gehabt. Nächste Runde mache ich fertig. Ja. Also man muss wirklich nur zwischen links und rechts und oben und unten wechseln. Und dann hat er keine Ahnung, was man macht. Und dann landet man seine Treffer. Wunderschön. Wunderschön. Aber wenn das der leichteste Gegner aus diesem Spiel ist, wie schwer sind dann die anderen? Unfassbar, ey. Ah, oh, so knapp, nein! Komm schon, steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Komm bitte, 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 bitte. Ja! Wir sind wieder auf Anfang. Wieso sind wir wieder auf Anfang? Nein. Nein. Ah. Es dauert ja ewig, bis man einen Menschen kaputt schlägt. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist bitter. Ja, vielleicht solltet ihr aber auch nicht diese Plüschhandschuhe anziehen, sondern Metallfäuste. Metallfäuste mit Dorn. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh, das wird so knapp. Ich will denn einmal K.O. schlagen. Los, ein einziges Mal wenigstens. Ich war schon zweimal auf der Matte. Nein, jetzt haut doch zu, du Mongo. Oh, nee. Oh, ich gehe schon wieder auf die Matte. Oh, komm. Ja. Lande noch zwei, drei Treffer, dann ist er weg. Dann ist er weg. Los. Ja. Okay, jetzt muss ich Tasten drücken, oder? Nein, steh bloß nicht wieder auf, ich sag's dir. Nein, du bleibst liegen. Kann ich ihn nicht treten, während er am Boden liegt? Tret ihn! Nein, trapp zu! Ah, egal, ich mach's nochmal. Was ich schon mal geschafft habe, mache ich nochmal. Oben, unten. Oben, unten. Unten, oben, unten. Oben, unten.
Los! Unten! Unten! Nein! Unten! 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 Sein Magen ist kaputt! Sein Magen ist grün! Komm schon! Er ist fast tot! Lass mich noch mal ran! Ich beiß ihm das Ohr ab! Wehe, ich hab nicht gewonnen. Wehe, ich hab verloren, oder? Schlag dem Schiedsrichter aufs Maul. Schau's dir an! Sein Magen ist komplett kaputt, seine Ausdauerleiste ist kaputt, sein Kopf ist kaputt. Ich bin insgesamt besser dran als er, aber ich hab verloren. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Hey, warte mal. Free weights, good for developing power, but limited use for stamina and speed. Warte mal, ich kann mich aufleveln? Alter, ich kann mich aufleveln. Wie gut ist das Spiel denn? Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Das ist ja cool. Das ist ja ein RPG fürs SNES. Ein RPG, in dem man boxt. Ist ja geil. Gewonnen 10, verloren 1. Warte mal. Meine Power ist ja mega gut, aber alles andere ist ja voll scheiße. Aber ich finde es echt geil, dass man sich aufleveln kann. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ey, da kann man ja Stunden in das Spiel investieren, bis man mal der Beste ist. Okay. Boah, schau dir diese Leisten an. Also die roten Dinger hier und nicht an den Körper der Typen. Das wäre ja eklig. Ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.